Ein Erste-Hilfe-Kurs kann Leben retten und da geht es nicht nur um Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen. Die meisten Unfälle passieren im privaten Umfeld, bei Heimwerken, in der Freizeit oder beim Sport. Wer aktuell einen Führerschein absolviert, ist verpflichtet, einen Ersten-Hilfe-Nachweis zu erbringen. Aber wer absolviert sonst noch so einen Kurs? Wir haben sehr viele, die haben den Erste-Hilfe-Kurs das letzte Mal gemacht beim Führerschein. Das ist manchmal 30, 40 Jahre her. Und dann denkt man sich, es wäre wirklich wichtig, das aufzufrischen. Und das ist genauso gut wie jemand, der alle 5 Jahre immer auffrischt. Man ist wirklich auf dem Wissensstand danach. 2022 wurden an den 51 Bezirks- sowie Orts- und Dienststellen in Niederösterreich 3.326 Erste-Hilfe-Kurse abgehalten. Grundlegend schon einmal die Basismaßnahmen, was kann ich als Erste Hilfe überhaupt machen, geht weiter, was mache ich bei einem Motorrad- oder Verkehrsunfall, dann natürlich, es liegt eine leblose Person vor mir, Atmung kontrollieren, die weiteren Schritte setzen, starke Blutungen, wie kann ich hier wirklich schauen, dass ich dem Patienten oder dem Verletzten wirklich so schnell wie möglich Erste Hilfe leisten kann. Es waren 36.469 Personen, die einen 8- oder 16-stündigen Kurs absolviert haben. Viele helfen oft nicht, weil sie Angst haben, etwas falsch zu machen. Genau das ist eigentlich der absolut falsche Ansatz, weil man muss sagen, Erste Hilfe ist einfach und wirklich falsch machen kann man nichts. Das Einzige, was man falsch macht, wenn man nichts macht und nicht hilft. Die Bezirksstelle Langenlois hat bereits bis Anfang Mai 30 Kurse absolviert. Die Nachfrage ist groß, vor allem auch deshalb, weil Corona einen gewissen Rückstau gebildet hat.